Ich habe gedacht, da kommt echt noch irgendwie was Großes, was beschworen wird. Na gut. Vielleicht bei dem anderen von Ja, allen. vielleicht. Du hast andere gesagt. Mit 11. Den haben wir noch gar nicht aktiviert, so. Oh, super. Guckt da der Uralten. Jo, dann mal rein. Allraune der Zänker. Wow, nicht Claymore. Wieso hat so ein Elite-Typ nur so einen Scheiß dabei? So ein Scheiß. Ach Okay, so. der Schaden ist gut, aber das Ja. war's auch. Das ist genau wie deine Waffe. Leg die doch an. Nee, ist besser als meine Waffe. Ja, ich meine, deine hat auch nur Schaden. Ja. Das ist auch besser als deine. Jetzt hat's ein Zweihänder. Ja, ich werde übertreiben dich. Achtundvierzig. Wir waren uns so sicher, dass wir die Fallen überwinden 48. können, die die Urahnen für Grabräuber aufgestellt hatten. Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war. Ich werde auch bald sterben. Unsere Gier war unser Untergang. Okay, ich habe irgendwie ein bisschen mehr erwartet, so gegnermäßig. Also starke Gegner. Was vermisst ihr? Es ist eine solch offene und wunderschöne Stadt. Sie lebt vom Handel und neuen Ideen. Es gab immer neue und So, was mit denen hier ist, weiß ich immer noch nicht. Ich wechsle mal kurz Zauber. So, jetzt ist er weg. Cool. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich hab's nicht schon wieder aufgestiegen. Oh, ach so. Geguckt, wir sind Stufe 30. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Cool, das heißt eine neue passive Fähigkeit und ein Slot. Ja, es gibt hier eine Rune für meine Dönerfäuste. Donnerfäuste belegt getroffene Gegner 6 Sekunden lang mit einer statischen Aufladung. Jedes Mal, wenn ein Gegner von euch mit einer statischen Aufladung getroffen wird, besteht eine Chance, dass alle Gegner mit statischen Aufladung im Umkreis von 40 Metern 40% Waffenschaden als Blitzschaden erhalten. Das klingt erstmal wenig, aber wenn es alle Gegner immer wieder trifft, ist das auch hart. Das war irgendwie kacke, tödliche Reichweite. Ja, so dieser komische. Das war nicht. Bleib mal bei dem. So. Dann haben wir ein neues Mantra. Mantra der Überzeugung. Aktiv. Der Schadensbonus wird 3 Sekunden lang auf 16% erhöht. Passiv. Gegner im Umkreis von 30 Metern erleiden um 8% erhöhten Schaden. Wow. Geht so.
Also das ist mein Mantra jetzt mit dem einfach passiv 200% mehr Waffenschaden irgendwie besser. Naja, aber das ist ja immer nur, wenn du getroffen wirst, ne? Angenommen, du bist wenig ich oder getroffen. du Ja. geblockt, getroffen, ausgewichen. Aber angenommen, die hauen halt nicht viel zu, dann machen wir 8% kontinuierlich mehr Schaden. Ja, das stimmt schon. Aber weil ich meistens eh da irgendwie drin stecke im Getümmel, ja, ist es eigentlich besser. Glaube ich zumindest. So, noch was? Passive. Unten rechts. Neue. Ja. Gucken wir nochmal einmal durch. Achso, die hatten dann schon die Runen, die wir uns nicht angucken gehen. Nö, gut. Passiv. Ja. Eigenschaften. Zum Freischalten wird Kanais Würfel benötigt. Ah ja, okay. Aber wir haben auf jeden Fall einen dritten Slot für passive Fähigkeiten. Das ist cool. Unbeugsamkeit. Jeder Gegner in einem Umkreis von 12 Metern erhöht euren verursachten Schaden um 4% bis maximal 20. Okay, das ist nicht schlecht. In Massen. Das sind ja meistens mehr als ein Gegner. Ja. Gegner, die geblendet, eingefroren oder betäubt sind, 20% mehr Schaden zu. Das ist eher so suboptimal. Ja. Da war das aber auch reduziert sämtlichen erlittenen Schaden, da die Physik ist schon 25. Ich glaube, der ganz oben rechts war noch ganz gut, ne? Ich glaube auch, der hier, ne? Genau. Dann führen Zweierwaffen ist sehr interessant. Sonst kriege ich mehr Geisteskraft, das ist nicht so interessant. Spammst du noch die explodierende Hand immer wieder? Ja, ich versuch's. Also ich drücke da ziemlich oft drauf, aber meistens explodiert da keiner mehr so richtig, weiß ich nicht. Ich glaube, die sterben vorher. Ja, aber wenn sie sterben, bevor das Ding ausgetickt ist, explodieren sie ja. Treffe ich sie dann gar nicht damit. Ich muss ja direkt vor denen stehen. Du streifst da rum, ich hau da irgendwie rein und vielleicht treffe ich den gar nicht. Wenn er ist ja schon tot, bevor ich ihn noch damit getroffen habe, weißt du, was ich meine. Achso. Ist ja nicht schlimm. Ja. Wir machen einfach so viel Damage im Moment, dass die einfach rumkippen, die Leute, egal was wir machen. Ich glaube, das hört sich eigentlich ganz interessant an für ein Messen, für so ein Massending. Was haben wir noch? Was hat das noch? Während ein Mantra aktiv ist, haltet ihr 4 Geisteskraft pro Sekunde. Das sind außerdem die Kosten für das Aussprechen von Mantras um 50%. Hm. Ja. Geht's doch. Auch nicht. Hm. 25% weniger Schaden schlucken, wenn nicht physisch ist. Alles andere, also magischen Kram. Ja. Hm. Ist der, glaube ich, am interessantesten. Der oder der allererste? Der allererste ist auch eigentlich interessant, finde ich. Der allererste? Machen alle Gegner immer 20% weniger Schaden. 4 Sekunden lang. Von euch verursachter Schaden reduziert den von Gegnern verursachten Schaden 4 Sekunden lang um 20%. Ja, aber du hörst ja nicht auf zu schlagen. Nee. Hm, ich glaube, ich nehme jetzt mal das andere da. Okay. Warst du vielleicht schon mal einmal kurz drin? Ich weiß es nicht. Gegner, die von euch unterkühlt oder eingefroren wurden, erleiden während der Dauer des Unterkühlungs- oder Erfriereffekts 10% mehr Schaden aus anderen Quellen. Aus allen. Ja. Aus und allen Quellen. Ah, cool. Auch nicht so interessant. Okay. Das ist ziemlich cool. Aha. Entschuldigung, das war unbeabsichtigt. Wenn ihr innerhalb von einer Sekunde mehr als 50% eures. Achso, ja, genau. Werden die wieder bei. Kriegst du denn noch so viel ein? Also ich nutze diesen Laserstrahl, wenn es mehrere Gegner sind, aber Single Target nutze ich immer den Froststrahl. Okay. Und wenn es halt weniger Gegner werden, nehme ich da auch den Froststrahl. Also das ist im Grunde bei wichtigen Gegnern 10% mehr Schaden. Wenn sie Erfrierungseffekte haben, dann kriegen sie 10% mehr. Ja, aber haben sie ja immer. Achso. Unterkühlung ist ja immer drauf, durch den Froststrahl. Ah, okay. Also das ist schon ziemlich geil. Okay. Okay, wir sollen runter. Oh. Mein Schwert leuchtet auch ziemlich cool, finde ich. Das ist mit deiner magischen Waffe da. Ja. Bei mir fliegen Knochen um mein Stäbchen. Ich weiß nicht warum. Weil sie es können. Okay.
zwei Pfeile. Hä? Achso, ja. Sollen wir die Sachen hinlegen, oder wie? Ein hier. Da auf die Dingens da, genau. Wo ist? Eins auf das andere Podest. So, suchen wir rüber. Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Okay. Bayerische Trachten, oder? Ne. Oh, oh. So, irgendwo habe ich hier gerade Elite gesehen. Da. Da oh. Hinten. Das ist noch nicht bereit. So, kann der jetzt mal sterben? Danke. Ach, der. Hä? Ich glaube, das war noch einer. Ich glaube, der hat noch weitere besporen, ja. Komme. Die explodieren. Also dolle Dinger haben die ja nicht gedroppt. Nö. Hallo, Alaric. Er schon wieder. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Hungrig. Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Ich glaube nicht. Nein, ich auch nicht. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränk diesen Tempel mit ihrem Blut! Mit wem spricht sie? Was meinte sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie versucht, eure Gedanken zu beherrschen. Verschließt euch vor ihr. Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Und wer soll jetzt den Tempel mit unserem Blut trinken? Ich weiß nicht, ich glaube die paar Kultisten, die uns hier angegriffen haben. Die schon tot waren, bevor sie das gesagt hat, oder? Ja, genau die. Ich weiß noch nicht, wen sie denn noch angesprochen hat, aber ich glaube, die meinte sie ja. So, wir müssen also wieder zurück. Das war's hier schon. Da ist ein Portal direkt vor dem Tempel. Da, ah, cool. Na, klappt das von der Breite? Ja. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte auch, einer bleibt stecken. Abwart. Zack. Ja, sprechen wir mal mit Dunkel Eckert. Der Fremde. Ja, ist der runtergefallen. Nur einen Schritt voraus. Aber jetzt haben wir das zweite Stück des Schwertes. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fehlmann übersetzen. Machen wir. Haben wir wieder was gekriegt, was wir verschrotten können? Ja. Ja. Moment, was? Da stand was mit Froststrahl? Für Froststrahl, cool. Aber oh. Sonst. Also, wenn der Effekt noch drüben mit drauf wäre, wäre das geil. Ja, klasse. Steht da 49? Jetzt kann ich ja. Blende zum Bitte. Okay. Was? Ich glaube, das ist die Lampe, die blendet, ne? Bin ich sicher.
Ja, bei mir jedenfalls, bei dir auch. Das hat nur eben, wo ich das lesen wollte, war es ein bisschen doof. Ja. Ja, schade, aber Tschüss. bringt Stoff. Die habe ich ersetzt, genau, durch die Hufe. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, war knapp, aber besser. Auf Hose. Nee, ich glaube, da ist mir der Rest wertvoller. Das war's, ne? Ach so, das ist wieder einhändig. Mhm. Einhändiges Beil, schön. 94, das sind 119, ui. Ein Unterschied. Mit 19 erst mit 33. Das ist ja blöd. Nee. Ja, Dolche sind sowieso nicht zweihändig. Hügel. Ich weiß nicht, alles irgendwie so nicht so berauschend für mich an Waffen. Schade. Ja. 32, 20. 23, 23, 25, 26, 21, 25. Wäre es wahrscheinlich für mich am besten, auch mal so ein Teil hier herzustellen, ne? Vermutlich. Die kannst du halt einfach mit dir rumtragen und machen halt einfach irgendwas, je nachdem, ne? Weiß nicht, Glasklinge, Auge. Ich nehme mal das Auge. Oh, haben wir noch nicht. Für den vollen Natürlich. Durchblick. Oh, yeah. Das ist doch gut. Ist Ja, gut geworden. perfekt. 296 Leben pro Treffer, geil. Nein, aufhören. Ach so, ich repariere noch mal kurz. So, dein Part. Ich glaube schon, dass ich es nehmen würde. Ich meine, auf den Live-Rack bist du jetzt mit den neuen Items nicht mehr angewiesen. Nach dem einen nicht und nach dem zweiten jetzt sowieso schon nicht mehr. Prozent Chance pro Treffer den Gegner zu blenden. Und 8% Flächenschaden. Ja, aber 6% Schaden von physischen Fertigkeiten und 25% kritischer Trefferschaden mehr. Ja, tschüss, Krone. War nett. So, das nicht. Das. Das auch Das nicht. nicht. Das nicht. Das. 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 Wieso habe ich den? Kannst du mal Y drücken? Achso. Und wen denn hier? Den hast du vorher getragen. Hatte ich, glaube ich, und habe ich dir gegeben.
Vitalität und Leben pro Sekunde. Ja, so richtig toll ist der auch nicht, der Hastige da, ne? Der ist gut, finde ich. Ja, 26 Geschick ist auch nicht mehr so das Tolle. Aber gut. Mach uns schlechter eigentlich, wenn er das nicht wahrhaben möchte. Tschüss. So.